Hey ho und willkommen zu Star Wars Jedi Fallen Order. Möge die Macht mit euch und der Algorithmus mit mir sein. Nun viel Spaß. Ich muss die Wunden versorgen. Na komm, schieß doch nochmal mit deinem Laser. So macht man das. Grabwächter. Aha. Äußerst interessant. Ja, du machst mir das da hinten aber nicht kaputt. Dafür bräuchte ich Wind, der dich dahinter schleudert. So komme ich da nicht ran. Interessant. Mhm. Ah ja, damit ich bis darüber komme. Okay. Ja, ist okay. Und durch da. Mhm. Mhm, die Figuren halten alle Kugeln in der Hand. Was hast du denn gefunden? Ja, die Figuren, die Kugeln in der Hand halten. Eine Mauer, die ich nicht öffnen kann. Schade. Okay, die Macht ist tief. Und hier müsste auch eine Kugel hin, wenn ich das richtig sehe. Nee, das kann ich schieben oder so. Wenn ich die Kraft dazu habe. Konzentration! Jedi wollen keine Aggression, wir stellen uns gegen sie. Die Macht, sie ist unser Schild. Die Hindernisse auf deinem Pfad definieren den Pfad. Was im Weg steht, wird selbst zum Weg werden. Gut. Versuch's erneut. Drück den Ball weg, bevor er dich erreicht. Gut, weiter so. Nice. Jetzt schneller. Schließ den Test ab.
Weg steht, wird selbst zum Weg. Ja. Ich möchte das testen. Komme ich ja wieder hoch, wenn es sein muss. Ja. Verstehe. Auch eine Abkürzung. Ja, wie ich da hinkomme. Das mache ich, glaube ich, erst, wenn ich da drin war. Sonst verbaue ich mir den Rückweg. Ich kann zwar außen rumlaufen immer noch, aber egal. Schön, dass ich den jetzt habe. Mein Freund, sieh dir die Details auf dieser Rinde an. Die unverwechselbaren Streifen. Das kann doch nur ein Roshir-Baum von Kashyyyk sein. Zeit für einen Besuch bei einem alten Freund. Wenn die Sepho Kontakt mit Kashyyyk hatten, stehen die Chancen gut, dass Häuptling Tarful darüber Bescheid weiß. Wächter. Der Schub könnte hilfreich sein. Ah, der Sarkophag. Okay. Eigentlich ein geiler Sarkophag. Nochmal so schön eingeglast. Kann ich das jetzt? Okay, aber bevor das passiert, habe ich da ja noch was gesehen. Das hole ich mir fix, weil es halt auch nicht weit weg ist. Und dann geht es genau da weiter und wahrscheinlich genau an dem Wächter vorbei, der da stand. Davon gehe ich zumindest aus. Ich denke mal, jetzt schalten wir die Rückwege frei. Bam. Echo? Von einem Wächter, okay. Der Wächter ist lange zerstört. Oh, na gut. Oh, es war also was drin. Aha, Material. Ein Material, was mich nicht interessiert. Denn Gold ist schon geil. So, jetzt treten wir mal durch die Tür und kümmern uns mal um diesen, ach so, schwachen Wächter. So, Fräulein.
Gute Nacht. Hä? Was will er denn? Stimmt, wir brauchen mehr als Wind, um die Kugel zu bewegen. Ja, und? Sollte eigentlich funktionieren. Denkst du, hier gibt's noch mehr Kugeln? Ich auch. Suchen wir weiter. Okay, ich brauche mehr Kugeln. Hier ist eine Wand. Und da ist eine Kugel. Bitte was? Okay, diese Wand kann ich nicht zerstören. Ich akzeptiere es. Ja, genau. Oh? Mein Freund, dieses Grab ist überaus faszinierend. Ja, es ist okay, dass das faszinierend ist. Habe ich nichts dagegen. Okay, lass mich raten. Ich kann das jetzt noch da schwingen. Und dann macht's da Boom. Ist jetzt nur so die Vermutung. Da komme ich hoch. Ja, eigentlich nur damit ich da hochkomme. Das brauche ich ja aber eigentlich nicht mehr. Da oben ist eine Kugel. Hier muss eine Kugel rein. Kriege ich die ja wieder hochgepresst? Geht das? Ah, Platz hier. Nein, nein, nein.
Okay, das schon mal nicht, aber ich kann die da rein tun. Okidoki. Jetzt kommt auch der Wind hierher. Okay. Ich schau mal. Freches Biest. Okay, hier ist nichts. Hier ist was auch immer. Ah ja. Klettermaxe, Klettermaxe. Ah, guck mal, Murmelchen. Ja. Würde ich jetzt so spontan vermuten, dass jetzt die hier fällig ist. Dieser hier vorne rein. Okay. Das kriegen wir doch hin. Ja, schön langsam und ordentlich und zack. Der Haken an der Sache ist, ich habe keine Ahnung, wo jetzt was aufgegangen ist. Die habe ich geholt. Wo gibt es denn hier noch eine Murmel? Da oben muss auch noch irgendwas sein, oder? Ich bin mir nicht sicher. Die hier gehen alle runter. Wenn ich da rangehe. Wo könnte noch eine Murmel sein? Bist du noch da? Oh, da gibt's nur drei Murmeln und ich muss jetzt irgendeine austauschen. Das da irritiert mich nämlich ein bisschen. Kann aber sein, dass es einfach nur für den Wind ist. Oder was auch immer. Auch schön eingeklemmt. Da kann ich auf jeden Fall nicht wirklich entlang. Das war knapp. Okay. Ich muss eine Kugel hier durchjagen. Ja, ich muss eine Kugel hier durchjagen.
Und die besagte Kugel hatte ich schon mal. Also nehme ich mir die Kugel, weil ich da oben nicht hin muss. Ich jag die darüber, darum. Und dann geht das hoffentlich. Da rollt sie. Und da rollt sie. Und da rollt sie einfach immer weiter im Kreis. Okay, ich muss die umlenken. Ja? Perfekt. Das war gut. Und gut, dass ich direkt da war. Hüpf. Das auf. Ah, und da ich jetzt die Fähigkeit habe. Und nun? Was habe ich jetzt geschafft? Ich soll wieder weiterfahren. Was hast du gefunden? Die Sephos sind nach Kashyyyk. Cordova hat den Namen Tafful erwähnt. Oh, ein Wookiee-Häuptling. Sie waren Freunde. Meint ihr, der lebt noch? Das gilt es herauszufinden. Wir müssen nach Kashyyyk. Warte mal, es geht noch weiter nach unten. Nee, es geht nach oben. Das sieht nur so aus. Ah, weil das Ding sich aufstellt. Okay. Ding! Sie haben ihr Ziel erreicht. Hier kann ich meditieren. Ah, neue Fähigkeiten sind verfügbar. Was haben wir denn hier? Erweiterte Machtregeneration. Mehr Macht regenerieren. Hältst du Schub? Keine Gruppe von Gegnern zurückwerfen. Und große Gegner ins Wanken bringen. Maximale Macht erhöht sich. Alle Ziele in seinem Umfeld verlangsamen. Interessant. Automatische Abwehr ist natürlich gut.
maximale Gesundheit, klar. Mehr Heilung, wenn ich heile. Okay, das macht alles Sinn. Ich will aber den Gruppenschub. Bin zufrieden. Okay, Rückweg antreten zum Schiff wahrscheinlich. Haben wir dem Imperium den Weg bereitet? Tja, das war's mit dir. So, jetzt kann ich aber endlich mal den machen. Ich habe ein seltsames Gefühl. Hier trafen sich Sepho. Aber warum?